Mein Sohn, am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen. Arthas. Stolz sah ich dich heranwachsen zu einer Waffe, der Rechtschaffenheit. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Weisheit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen. Gekommen ist, sollst du König sein. Ja Leute, herzlich willkommen zu Comedy Meets Gaming. Hier ist Dimas Tyrann und Toni Schizo. Ja, wir präsentieren euch World of Warcraft, War of the Lich King, ne? Ja. Ja, wir fangen ganz neu an. Haben noch gar nicht angefangen. Wir können uns überhaupt nicht auskennen mit uns. Und ja, wir wollten Blutelfen nehmen, Hordler, ne? Jo. Richtig, weil auf dem Server zu viele Allies gibt und da müssen wir halt ein bisschen welche zerstören und sonstiges. Ja, der Toni Schizo ist, was bist du? Ja, ich bin Blutelf Paladin. Richtig, und ich bin ein Blutelf Jäger. So, was ist an deinem Paladin denn so perfekt geil, erzähl mal. An deinen. Ja, also, ne? Hier im Buch steht Eigenschaften, ne? Paladin. Richtig. Angemessener Schaden, kann als Backup-Heiler funktionieren. Tote wiederbeleben, starke Rüstungen, gute Überlebensfähigkeiten, sehr stark gegen Untote, nur für Allianz. Ja, das war's. Passt. Passt ja. Ja, was sind eigentlich deine Jäger gut? Ja, beim Jäger ist gut, dass er Begleiter haben kann. Ja. Absolut konstanter Schaden. Er kann Fallen auflegen, Spuren suchen, zum Beispiel Wildtiere oder Humanoiden, Untoten und. Und ja, recht gute Rüstung. Also er kann schwere Rüstungen tragen. Geil. So, ich zeig dann nochmal ein bisschen die Trolle, halt wie die Trolle aussehen. Haben eine Ähnlichkeit, ja. Mit was haben Harry Potter? Ja, dann haben wir nochmal die Tauren, die haben eine Ähnlichkeit mit einer Kuh. Milka-Kuh. Die untoten Toten. Das sind die Orks, sind grün, grässlich und süß.
Was eigentlich mit The Lich King? Das können wir doch auch noch, können wir noch nicht nehmen, ne? Du meinst Todesritter? Ja, Todesritter, richtig. Nee, kann man erst ab Level 55 nehmen. Okay. Ja. Wie gesagt, müssen wir erst uns hochleveln und dann erst Todesritter. Ja, wir können Todesritter, aber wir können auch mit unseren ganz normalen Chars auf 80 hochspielen. Okay, dann ja, wir spielen eh hoch, also. Ja. So, jetzt habe ich eigentlich alles gezeigt. Jetzt muss ich noch meinen... Ja, mein Blutelf ist eigentlich schon gestylt. Fertig. Jäger, ja, ich kann eigentlich ins Spiel reingehen. Und da müssen wir uns mal ganz kurz muten. Ja, Ymas Tyrann heiße ich, ja. Und dann, weil da jetzt halt die Geschichte kommt über Blutelfen und sonstiges, kennst ja. Die verkorkste Geschichte da. Von der verkorksten Welt. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz muten, Bro. Also bis gleich, Leute. Ja. Fast 7000 Jahre lang führten die Hochelfen ein glänzendes, magisches Königreich. Tief versteckt in den Wäldern im Norden von Lordaeron. Doch vor 5 Jahren fiel die Geißel der Untoten in Kel'Thalas ein und trieb die Elfen an den Rand der Ausrottung. Geführt vom bösen Todesritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und raubte den Elfen damit die Quelle ihrer Magie. Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen einen großen Teil ihres Heimatlandes zurück. Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Blutelfen und streben danach, die überwältigende Macht, über die sie einst verfügten, zurückzugewinnen. Angetrieben von der Herrschaft ihres geliebten Prinzen, Kel'Thas Sonnenwanderer, begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen arkaner Magie und Wegen, ihr Land vor den untoten Schrecken der Geißel zu schützen. Als einer der wenigen überlebenden Blutelfen müsst ihr lernen, euren Durst nach Magie zu zügeln und helfen, das Schicksal eures Volkes zu bestimmen. Ja, das war die Geschichte von Blutelfen. Toni Shizu, bist du noch da? Shizu. Jo. Ah, perfekt. Ja, hier geht's ja schon mal richtig geil rund los. Wir machen sogar welche ja, schon mal Duelle. So, erzähl. Die Noobs. Also, wir fahren hier an den Insel der Sonnenwanderer. Okay. Wo das, ja, im östlichen Königreich, in der Zone Immersangwald. Ja. Ja, unsere erste Quest ist hier bei Magistrix Rona oder wie auch immer, ne? Nimmst du gleich mal beide Quests an? Okay. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Bei mir wird auch irgendwas mit Ausbildung zum Paladin sein. Bei dir wahrscheinlich Ausbildung zum Jäger, ne? Jäger. Ja, richtig. Jo. Ah, die will wieder Duell ablehnen. Weg mit denen. Ja, also zuerst machen wir die erste Quest, Rückeroberung der Insel der Sonnenwanderer. Okay, was müssen wir da machen? Dazu, weg mit dem Duell, hopp. Dazu müssen wir 8 Mana-Würmer töten. Okay. Das sind die blauen Viecher machen hier. Machen wir in der Gruppe, oder? Nee, weil sonst kriegen wir weniger XP. Okay, genau. Okay. Also einfach die Mana-Viecher töten, 8 Stück davon und ja. Haust du mal ab, Kollege? Sachen aufheben. Der will die ganze Duell mit mir haben. Ja, wenn wir auch klar so. Willst du mit Mob klauen oder was? Sag du! Komm gleich da rüber hier! Ja, und am besten ist halt alle Gegenstände da aufzuheben und dann später zu verkaufen und da, wenn die wertvoll sind, einfach behalten. Okay, sauber. Ja. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Witz. Witz, komm raus. Schon. Ey, was will der mit der Gruppe? Was will er denn? Ja, keine Ahnung, der ladet mich die ganze Zeit in der Gruppe ein, ey. Als hätte ich nichts Besseres zu tun, verstehst du? Ja. Ich so. Scheiße. Also 8 einfach die töten oder was? Scheiß drauf, was da... Ja, 8 Stück. Kann man die oben da auch da töten oder sind das andere Mobs? Ja, klar. Okay.
Nee, wird dir ja immer angezeigt, wenn du zum Beispiel ihn anvisierst, dann erscheint zum Beispiel bla bla bla, getötet von bla bla bla. Scheiß okay. Ding da halt. Ja, muss man jetzt nicht genau erklären. Richtig. Der Drecksbogen. Lass mal meinen Bogen ruhig. Das lädt immer noch auf. Ha, Toni, komm her, ja, komm her, ich erzähl dir einen Witz. Wir sind mit den Tauren verbündet. Dings machen. Kannst du mir Kleider machen? Ich kann dir Kleider machen nachher? Ja, Begleiter. Ich hab verstanden. Kleider, ich wollte schon sagen, was so? Ja, Kleider kannst du mir auch machen. Echt? Ja? Also so ist es nicht. Ja, es gibt's ja auch berufliche, zum Beispiel Bergbau, Schmiedkunst. Ja, stimmt. Schneiderei. Ja. Und als Schneiderei kann man ja allerdings Kleider machen. Ah, perfekt. Ja, als Schmiede und ja. Kann es sein, dass du immer mein Inventar klaust oder so? Oh, leck, leck. Nein. Wo bist denn du abgeblieben? Achso, da hinten. Ja. Ich muss nur noch 3 Stück killen. Ja, ich brauch auch noch 3 Stück. Ja, was heißt nur noch? Ich hab 6 von 8. Alter, fängst du mal an zu schießen, oder? Was? Was merkt sich? Ah, hier sind Besen, Alter. Hier sind Besen! Die Danzen. Die Danzen, Alter. Oh, Level up. Was? Ja? Gerat. Halt echt. Arsch, Level up! Ich auch. Ja, mit ab Level 2 kann man dann auch neue Fähigkeiten erlernen. Und das sind? Also immer 2 Levels. Okay. Da läuft ja einmal halt ein Mammut die ganze Zeit rum. Ja, der ist schon Level 80. Sack. Hat nichts besseres zu tun, als hier rumzulaufen. Ja, ne? Bei dem Noobs, Weil hier schönes Wetter ist. Ja. Okay, ich bin fertig mit der Quest. Ich doch auch. Ich weiß gar nicht, warum ich hier weiter mobbe. Ja. Das abhauen. Ja, warte. Wir müssen töten, sonst bekommst du keine Idee. Okay. Oder? Boah. Okay. Ich muss zuerst ja. Etwas anwiesen. Dann müssen wir wieder zurück. Ich glaube, mit was kann man sein Schwert nochmal auf den Rücken machen? Mit X war das, ne? Ja. Nee, Kshmari. Mit Y. Mit Y, ja. Boah. Jetzt habe ich meinen Bogen draußen. Schlau. Ach ja, mit X sitzt man sich ja hin. So war es. Ganz genau. Ja, da kann man auch gleich mal eine Quest annehmen. Bei Arkanist Helion. Helion? Anaria Shorel. Was war das? Genau. Shorel Aran. Wollte mal cool sein. Ah, okay. Ah, hat ja. Auch ist auch ein Skill, cool sein. Ja, übelst. Also man muss schon dafür geboren sein. So, ne? Oh, cool. Das ist heftig, du. Von denen auch annehmen oder was? Ja. Ja, also tut oben in der Map, in der kleinen Map da, siehst du ja so Ausrufezeichen. Ja. Das bedeutet, von denen kriegst du Quests. Und Fragezeichen heißt, da kannst du den Quest abgeben. Ach so, abgeben. So gesagt wie bei der hier. Anaria Shola. Anaria. Was will genau. Die von mir? Was? Anaria Shola? Ah, ich kann... Ja. Was denn... Ah, das, was ich dich fragen wollte. Was, ja. Was für Anzüge oder was für Rüstung muss ich tragen? Jeder? Schwere oder? Also, für einen Jäger noch unter Level 40, Leder. Pur Leder oder Stoff, aber Leder ist halt besser für einen Jäger. Und dann ab Level 40 oder 45 kannst du dann schwere Rüstung. Und bei Paladin? Paladin zuerst auch schwere Rüstung und dann irgendwann auch Platte. Platte ist halt dann das höchste. Okay. Von den Rüstungen. Das ist heftig, ja. Was macht man da? Ha! Toni! Ich hab sexy neue Stiefel. Ich den Witz. Ich stand also gestern in der Schlange bei Fledermaus und da war du erzählst der Ollen da plötzlich ließ er einen fahren. Die werden mal zuhören. So eine Sau. Und hier? Ah, da hinten. So gut bekommen. Ja, hier. Du kannst gleich zu deinem Lehrer gehen. Ja, ich dachte, ich soll zu deinem... Was ist euer Begehr? So, vorlesen wollen wir ja nicht, ne? Nee. Ist irgendwie alles Englisch, aber naja. Nee, bei mir Deutsch. Aber, okay. Ja,